Hallo, ich bin Julia. Und ich bin Elmo. Und wir erklären euch jetzt das Wort des Tages. Ja, so ist es. Und das Wort des Tages heißt heute Freundschaft. Ja. Ein Freund ist jemand, den ich sehr mag und mit dem ich gerne Zeit verbringe und was unternehme. Und wenn es dem genauso geht, dann nennt man das Freundschaft. Ja, ich zum Beispiel, ich bin befreundet mit Ernie. Wir gucken immer zusammen Fernsehen. Mhm. Aber gibt es da nicht vielleicht noch jemand anderen? Ja, klar. Pferd ist auch ein Freund. Wir kochen immer zusammen und er isst dann immer alles auf. Verstehe, aber du bist doch bestimmt noch mit jemand anderem befreundet, oder? Ja, klar, mit Bert. Als ich Schnupfen hatte, da hat er mir Taschentücher besorgt. Ah, und Wolle, der hat mir Geschichten vorgelesen. Ja, das ist echte Freundschaft. Ja, und dann habe ich ja noch eine ganz besondere Freundin. Eine, die mir immer zuhört und für mich da ist. Und die mit mir das Wort des Tages erklärt. Und das ist Julia. Echt? Ja. Oh, Elmo, du hast mich reingelegt. Du bist so frech. Oh, kannst du mir noch mal verzeihen? Na, ich weiß nicht. Was? Aber ich bin doch total lieb. Außerdem, echte Freunde verzeihen sich doch immer alles. Ich muss noch mal darüber nachdenken. Oh, bitte, bitte verzeih mir. Du bekommst doch einen Keks von mir. Oder zwei Kekse. Na, wenn das so ist. Hm? Ha, reingelegt. Oh, Julia, du bist genauso frech wie ich. Aber ich verzeih dir. Das ist Freundschaft.